بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Heute hat mich ein Bruder angerufen und hat mir eine Frage gestellt, weil wohl irgendwo in Norddeutschland bestimmte Aussagen getätigt wurden über Prediger und Gelehrte und da wird halt künstlich ein Konflikt zwischen Predigern und Gelehrten aufgebaut. Erstmal, es gibt keinen Konflikt zwischen Predigern und Gelehrten, sondern dieser Konflikt wird meistens immer nur von den Leuten aufgebaut, die selber zu wenig Anhänger haben, neidisch sind und deswegen versuchen, die Prediger kaputt zu reden, indem sie sagen, ja, wir müssen den Gelehrten folgen. Wir machen nichts anderes, als den Gelehrten zu folgen. Ja? Ich habe gestern noch stundenlang im Buch von Sheikh Uthaymin nachgelesen. Das heißt, wir haben wahrscheinlich mehr Kontakt zu Gelehrten als viele andere, nur wir sind keine Leute, die mit diesen Sachen angeben. Die Sache ist, hier wird ein künstlicher Konflikt aufgebaut, ja, um sich selber groß zu tun. Im Krankenhaus, der Oberarzt, der Professor, der hat keinen Konflikt mit den Pflegern. Aber man braucht beides. Man kann nicht von einem großen Scheich verlangen und dass auf die Straße geht, der bekannt ist, wo dann sofort Menschentrauben herum sind, der 70 Jahre alt ist, der bestimmte Fragen beantwortet, die auch die normalen Prediger beantworten können. Wir haben jetzt auf unserer Internetseite, auf unserer Facebook-Seite Tausende, wahrscheinlich Tausende Fragen bekommen von dem Kaliber mit, wann fängt man mit dem Fasten an? Zu Sonnenaufgang oder bei der ersten Zeit auf dem Gebetsplan. Ja? Fragen, wie darf man beim Fasten duschen? Die einfachsten Sachen überhaupt. Ja? Heißt das jetzt, wir müssen jetzt den Gelehrten fragen, ja, ob man beim Fasten duschen darf? Wir müssen den Gelehrten fragen von Sachen, wo wir ihn sowieso schon gefragt haben, wo wir sowieso schon Informationen haben. Das ist alles Schwachsinn. Und der größte Schwachsinn ist, so etwas hier in Deutschland zu verbreiten. In Saudi-Arabien, ja, wo die höchste Dichte, bifadlillah, von Gelehrten ist, von guten Gelehrten ist, ja, selbst dort reicht es nicht alleine, wenn man sich nur auf die Gelehrten konzentriert. Die Gelehrten haben bestimmte Aufgaben und die Prediger haben bestimmte Aufgaben. Und außerdem, um darauf zurückzukommen, die Dawa umfasst vier Grundgruppen, die eingeladen werden. Erstens Nicht-Muslime, zweitens Muslime, die weit entfernt sind von der Religion, drittens Dawa mit Alul Bidda, viertens aufbauende Dawa, Dawa Ta'limiyya, wo bestimmte Bücher unterrichtet werden. So. Wenn wir uns den Bereich mit den Nicht-Muslimen anschauen, werden wir feststellen, dass die allermeisten Gelehrten ganz wenig über diesen Bereich haben, weil sie halt in einem bestimmten Umfeld leben und sich nicht auf dieses Thema spezialisiert haben. Wenn wir das Thema mit Muslimen haben, die ihre Religion nicht praktizieren, dann haben wir es meistens nicht mit mangelndem Wissen zu tun, sondern wir haben es mit mangelnder Motivation zu tun. Wie viele Muslime kennt ihr gerade jetzt im Ramadan, die nicht fasten? Wie viele Muslime kennt ihr, die nicht beten? Wie viele Muslime kennt ihr, die Unzucht begehen? Aber 99,99% davon, die wissen schon, dass man im Ramadan fasten muss. Die wissen schon, dass man beten muss. So, wer muss hier ran? Hier muss jemand ran, der Erfahrung hat und der Zugang hat. Und ein Gelehrter in Saudi-Arabien hat selbstverständlich... Und das ist keine Schande für diesen Gelehrten, sondern es ist einfach eine natürliche Angelegenheit, dass er keinen Zugang hat zu einem Jugendlichen, Mustafa so und so, der am Samstag auf den Ringen in Köln in die Disco geht. So, sondern da haben wir einen Zugang zu. Und das ist keine Schande, dass wir einen Zugang dazu haben, sondern weil wir aus einem ganz anderen Umfeld kommen. Deswegen, lasst euch nicht von dieser Dummschwätzerei beeinflussen, von Leuten, bei denen man wirklich am Verstand zweifeln muss, ja, die so einen Quatsch erzählen. Wir brauchen die Gelehrten,
und wir brauchen Prediger, die das an die einzelnen Personen bringen würden. Hätten wir genügend Gelehrte, um das Wissen an jede einzelne Person zu bringen, da müssten die Prediger keine Predigten halten. Aber Fakt ist auch, jeder hat ein Talent. Der eine kann besser die Herzen erreichen als vielleicht der ein oder andere Gelehrte. Sheikh Mohammed Ismail Muqaddam, ein Gelehrter aus Ägypten, der wollte mich immer dabei haben bei seinen Vorträgen, oder bei vielen Vorträgen hat er mich extra eingeladen, weil er gesagt hat, du hast einen besseren Zugang zu den Jugendlichen, deine Worte kommen dort ganz anders an. Das ist ein Gelehrter und glaubt es mir, die Gelehrten, die wahrhaftig sind, die rechtschaffenen Gelehrten, die werden noch nichts anderes sagen. Dann kommt noch etwas anderes. Ja. In der Dawa, ja, es wird immer vermittelt, die Gelehrten sind die Wahrhaftigen. Es gibt nicht nur wahrhaftige Gelehrte. Wer das behauptet, der kennt die islamische Geschichte nicht. Die meisten islamischen Sekten sind nicht von Leuten gegründet worden, die unwissend sind, sondern unwissende Folger. Und es gab immer Ulama us-Sulta, die einen Herrscher, der zum Beispiel ungerecht war, unterstützt haben. So. Und da gibt es, und wir wissen ganz genau, dass die Juden Gelehrte waren, die Juden in die Irre geführt haben. Und das wissen wir sogar im Christentum, dass es bestimmte Gelehrte gab, die diese Botschaft in die Irre geführt haben. Deswegen, es gibt viele rechtschaffene Gelehrte, Alhamdulillah. Wir sagen nicht, alle Gelehrte sind Ulama us-Sulta, wie es einige extremen Gruppen gibt. Ja, oder heute kann man den Gelehrten nicht mehr vertrauen. Sondern wir sagen, die Gelehrten sind Menschen, die wir ehren. Aber jeder Mensch kann richtig liegen oder falsch liegen. Also schauen wir uns seine Meinung an, welchen Beweis er benutzt. Denn die Religion ist keine Zauberei. Und das ist das, was Imam Malik gesagt hat. Innama ana rajulu mithlukum. Ich bin ein Mensch wie ihr, das sagt Imam Malik. Ich liege richtig und ich liege falsch. So schaut auf meine Meinung. Schaut euch meine Meinung an. Alles, was mit Koran und Sunna übereinstimmt, das nehmt. Und alles, was nicht mit Koran und Sunna übereinstimmt, das lehnt ab. Das ist genau der Maßstab, den wir heute anwenden müssen. Das ist die Aussage von Imam Malik. Und wenn heute einer sagt, wir sollen blind folgen, dann folgt er nicht dem Manhaj des Salaf. Assalamu alaikum.